Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Harry hat seine Brille fallen gelassen. Wir befinden uns hier gerade in Hogwarts vor dem Turm der Ravenclaws, bei dem wir gerade nicht weiterkommen, denn ich denke, wir werden da irgendwas brauchen, um Wasser zu zaubern oder sowas in der Art, denn ich nehme an, das Feuer muss aus. Aber das haben wir leider noch nicht, deswegen kommen wir da leider noch nicht rein und können noch nichts weiter tun. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas machen können. Am Schlafsaal der, ich nehme an, Hufflepuffs wird es wohl sein. So, wir haben ja Hermine dabei und Hermine müsste eigentlich das hier können. Das sollte ich doch wohl hinkriegen. So. Und so. Oh, und da bekommen wir Ron im blauen Schlafanzug. Sehr schön. Wir haben schon einige Charaktere freigespielt. In der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen. Haben wir hier schon einiges geschafft, auf jeden Fall. So. Bringen wir einfach mal alle Blumen zum Blühen und schauen mal, was passiert. Hat aber offenbar keinen Effekt. Lass mal gucken, kann man da sonst noch mal was zaubern? Nee. Na gut, dann gehen wir weiter. Hier ist unser Schlafsaal. Da waren wir in der letzten Folge schon drin. Selbstverständlich lassen wir auch hier alle Banner runter. So, Moment, komme ich da oben irgendwie ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Schade. Die Münzen hätte ich gerne gehabt, aber na gut, dann eben nicht. Hier finden wir einen Trank. Stärke können wir also offenbar noch. Interessant, da ist Malfoy, der Böse. Oh, ich dachte, dass da jetzt eventuell irgendwas ist. Was versteckt ist, wisst ihr, Leute? Aber leider nein. So, und da haben wir es gerade schon gelesen. Du musst schwarze Magie beherrschen, um diese. Hier, um schwarzmagische Objekte benutzen zu können. Ne, schwarzmagische Objekte sind diese Sachen, die hier so rot vor sich hin glitzern. Und um die. Huch! Aha! Alle Banner runterlassen gibt also einen goldenen Stein. Na, sehr schön. Den holen wir uns natürlich sofort. Geh weg, Umbridge. Das ist mein Stein. Da haben wir schon 11 Stück. Mensch. Schon ganz schön viele gesammelt. Ja, das sind eben diese Sachen, die so rot vor sich hin glitzern. Die können wir leider noch nicht benutzen. Das da könnte aber sein, dass Harry das benutzen kann. Drücke B, um mit dem Schlangenparse-Sprache zu sprechen. Ja. Blau, grün, gelb, rot. Blau, grün, gelb, rot. Ah, gibt es jetzt hier also auch so Schränke für Harry dann quasi, beziehungsweise für Leute, die Parsel sprechen? So, alles klar. Dankeschön, Dankeschön. Das nehmen wir gerne mit. So, hier ist sonst nichts mehr. Das da können wir, wie gesagt, nicht benutzen. Das heißt. Moment, hier haben wir noch was. Ist aber auch nichts weiter gewesen. Was für starke Schüler haben wir denn hier irgendwas für starke Schüler? Ich wüsste jetzt gerade nicht so spontan. Hier kommen nur noch mal Münzen raus. Nö, ich wüsste jetzt gerade nicht spontan. Deswegen lassen wir das mal und gehen mal weiter. So, wir können jetzt erstmal nur runter. Hoch geht offenbar noch nicht, oder? Wartet mal, was ist mit dir? Nee, hier können wir nichts weiter tun, oder? In den Bildern? Nein. Na gut, dann gehen wir erstmal nach unten, bis wir die Möglichkeit bekommen, die Treppen zu wechseln. Oh je. Haben wir ihn kaputt gemacht. Mensch. Also an dieses Spiel erinnere ich mich noch sehr viel weniger als an das andere damals. Denn das habe ich noch viel länger nicht mehr gespielt. Jetzt gucken wir mal, ob das hier wieder so ist, dass man die öfter zusammensetzen muss, damit sie dann silber werden, beziehungsweise Gold. Nein, scheint aber nicht so zu sein. Gut. Hier haben wir noch was, das können wir auch noch nicht benutzen. Da brauchen wir auch wieder einen anderen Zauber. So,
Du gibst öfter Münzen, wie mir scheint, ja. Guck mal, wie viele schöne Münzen wir hier kriegen. Nochmal ein Kessel. So. Den setzen wir natürlich wieder zusammen, nachdem wir ihn zerstört haben. Dankeschön. So. Okay, können wir ihn nochmal kaputt machen? Kommt aber nichts mehr raus. Alles klar. Drücke B neben einem Kessel, um einen freigeschalteten Zaubertrank zu wählen und dann zu trinken. Ja, wir könnten jetzt eben den Stärketrank benutzen. Brauchen wir aber offenbar gerade nicht. Deswegen gehen wir mal weiter. Oh. Und die Umbridge waltet da schon ihres böswilligen Amtes. Ja, diese Frau ist wirklich bösartig und gemein bis ins Mark. Ich hasse sie. Eigentlich sagt man ja nicht, ich hasse irgendwas oder irgendwen, aber doch, die Person, bei der trifft das tatsächlich zu. Was haben wir denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Hört ihr das? Guck gleich mal, wo das herkommt. So, da können wir wieder einen ärgern. Da war einer drin, der hat dann wahrscheinlich so einen Lärm gemacht. Na schön, haben wir doch wieder einen gerettet. Das finde ich gut. Gut, danke, danke, danke. Das nehme ich gerne. Dankeschön. So, alles aufsammeln, bevor die böse Umbridge uns das alles klaut. Nee, Quatsch, das macht sie natürlich nicht, aber naja, zuzutrauen wäre es ihr ja. So, okay. Gut. Was haben wir denn hier noch? Da sehe ich auch noch was zum Runterlassen. Das will ich eigentlich gar nicht runterlassen, aber mal gucken, vielleicht gibt das ja was. Kann es wieder hoch machen. Wie eklig. Okay, war von Slytherin jetzt nicht anders zu erwarten. Ich hätte vielleicht mit Schlangen gerechnet, aber doch nicht mit Spinnen. Was kommt hier? Zauberhüte. Alles klar, ich verstehe. Gut. Dann kann ich da noch mal dran ziehen. Dann kommen auch noch mal Münzen raus. Okay. Und ich kann noch mal dran ziehen oder es wieder hoch schnalzen. Passiert dann noch mal was Interessantes? Nö. Mache ich das noch einmal hoch und gucke, ob da noch was passiert. Aber nein. Gut, dann machen wir das Gleiche jetzt hier auch nochmal. So. Da kommen wir noch nicht durch. Dann gehen wir mal hier die Treppe rauf und schauen mal hier noch. Da haben wir noch eine Laterne. Laterne, ich sag schon wieder Laterne. Fackelhalter. Es ist natürlich ein Fackelhalter, Leute. Das habe ich beim letzten Mal auch schon immer zugesagt, ne? Laterne. Oder, ja, einfach nur Fackel. Was ja noch ein bisschen besser wäre als Laterne. 5 von 6. Fehlt nur noch einer. Was können wir hier machen? Gar nichts. Können wir die nochmal benutzen? Kommt da nochmal was raus? Nee. Okay, ich nehme an, das hier ist der letzte dann. Ja, und dafür bekommen wir einen goldenen Stein, sehr schön. Den hole ich mir sofort. So, aber erst noch hier die Münzen mitnehmen natürlich. So, zack, die zack. Und 13, nein, 14 müssten es jetzt schon sein. Sehr, sehr gut. Alles klar, so, jetzt gucken wir mal hier vorne nochmal lang, was es hier noch so gibt. Bücher über Bücher, die uns aber nichts nützen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Moment. Aha. Ja. Ach, danke schön. Und Susan Bones bekommen wir da. Mensch. Also ganz schön viele Charaktere jetzt schon in den ersten paar Folgen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier noch einen, den wir wieder zerstören können.
Der gibt dann auf jeden Fall auch wieder einen Haufen Münzen. So. Und noch einmal. Moment, dann bauen wir ihn gleich wieder zusammen. Kriegen da, glaube ich, auch noch mal Münzen dafür. Und das war's dann. So. Dankeschön, mein Lieber. Da freuen wir uns natürlich drüber. Was haben wir hier noch? Oh, und der blaue Stein bleibt natürlich oben. Das ist doch gemein. Ach, wie unfair. Der, der am meisten gegeben hätte, natürlich. So, sonst ist hier aber jetzt, glaube ich, erstmal nichts weiter. Gut, dann gehen wir mal und schauen, was uns hier noch erwartet. Da waren ja beim letzten Mal die. Ja, genau, hier geht es dann zu den Klassenzimmern. Diese roten Sachen können wir noch nicht benutzen. Und da hinten ging es dann noch weiter, auch zu Klassenzimmern und zum Außenbereich. Also gehen wir wohl diesmal erstmal hier lang. So. Müssen wir hier womöglich alle Fackeln anzünden, alle Fackelschalen, Feuerschalen. Hier sind wieder ganz viele rote Sachen, die können wir ja noch nicht benutzen, deswegen lasse ich das einfach mal. Wir machen erstmal überall Licht an. So. Haufen Münzen, Dankeschön. Guck gleich hier unten erstmal. So. Also Stärke war ja nicht für diese silbernen Objekte, ne? Dafür war das nicht geeignet. Dafür brauchte man einen speziellen Zauber. Und diesen speziellen Zauber, den haben wir denn offenbar noch nicht. Machen wir mal hier den Schrank auf. Gott. Das sieht aber gruselig aus. Sonst kann ich damit nichts machen, ne. Gibst du uns was zum Bauen vielleicht? Ja, irgendeine Schöpfkelle bekommen wir hier. Ich gucke gleich mal, wo wir damit hin müssen. Möchte mich nur prinzipiell erstmal hier umschauen. So. Dann können wir noch nach hier oben. Okay, und da sollen wir offenbar dann auch hin. In dieses Klassenzimmer dort. Ach komm, Harry. Ach je. So. Dankeschön. Ja, hier sollen wir rein. Gehen wir jetzt gleich dann rein. Erstmal möchte ich mich hier noch weiter umgucken. Das probiere ich gar nicht erst. Damit kann ich sowieso nichts machen. Und hier haben wir jetzt auch wieder zwei von diesen Bannern. Na, mal schauen, was hier so rauskommt. So. Ich mache jetzt mal das Gelbe von Hufflepuff. Aha, lauter Bälle. Aber keine Münzen. Und da kommen aber ein paar Münzen raus. Sehr schön. So, dann kümmern wir uns noch um das Banner von Ravenclaw. Na. Was kommt hier raus? Auch wieder Hüte. Dankeschön, Dankeschön. Zu freundlich. Dankeschön, vielen Dank. Und dann holen wir uns auch noch die restlichen Münzen. So, das da können wir dann auch nicht benutzen, das, was da steht. Diesen Phönix. Ich nehme an, es ist ein Phönix. So, da kommen wir noch nicht rein. Gut, dann haben wir die Seite ja fertig nachgeguckt. Dann, was ist denn das jetzt hier? Wo soll das hin? Zeigt es mir hier irgendwas an? Momentan sehe ich erstmal nichts. Wechsel mal auf Hermine, damit du hier zaubern kannst, weil wenn die was in der Hand haben, zaubern die ja immer nicht. So richtig. So. Tja, ich habe keine Ahnung, wo wir mit der Kelle dahin müssen. Zeigt mir jetzt auch momentan erstmal keinen blauen Pfeil an, so wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ist das dann hierfür irgendwie. Ist da? Man kann zu zaubern. Doch, diesmal geht es. Okay. Ach, hier kommen jetzt bestimmt gleich wieder Spinnen raus. Wetten?
Kitty Bäh. So, dann noch wieder hochziehen. Dankeschön. So, was haben wir hier? Schach. Oh. Schön. Hermine in der Strickjacke. Okay. So, können wir das noch kaputt machen? Nö. Dann kümmern wir uns darum noch. Na? So. Aha, was haben wir hier? Keine Ahnung. Pogo-Stäbe? Ich weiß es nicht, was das war. So. Das noch. Okay, dann haben wir das aber alles erledigt. Hier können wir tatsächlich noch nichts machen. Da geht es noch nicht weiter. Hier hätten wir... Oh, guck mal. Das hätte ich fast übersehen. Ja, leider kann ich dich da unten nicht rausholen. Es tut mir leid, aber... Ich weiß nicht wie. So, die Kelle können wir hier auch nicht benutzen. Habe ich noch irgendwo eine... Was ist denn mit dem Schrank eigentlich? Da können wir nichts weiter tun, nee. Habe ich noch irgendwo eine Schale übersehen? Ich glaube nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und gucken, was wir denn jetzt lernen. Okay, wir sollen einen Papierflieger für ihn bauen, damit er sich hier rächen kann. Probieren wir doch gleich. Okay, wartet mal. Ich werde erstmal gucken, was ich hier sonst noch so machen kann. Da brauche ich... Ja, doch, Harry. So. Blau, rot, grün, gelb. Blau, rot, grün, gelb. Aha. Das, was für die Kamera, würde ich sagen. Oder sowas in der Art hier. Das bekommen wir noch nicht auf. Da kann ich wo dran ziehen. Mal schauen, was das gibt. Aha. Ach so, das ist wieder so ein Banner. Okay. Und einen Haufen Münzen. Alles klar. Benutzen wir das mal. Ach, Harry. So. Aha. Alles klar. Ja, hier... Weiß nicht, wie ich das hier... Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee. Das da könnte ich benutzen. Dann kommt das Banner runter, aber... Das geht nicht bis runter auf jeden Fall. Na komm. Ah. So. Ahahaha. Ja, seine Ratte Kretzer hat ja der Herr Ron nicht mehr. Deswegen können wir die jetzt auch nicht benutzen. So aus dem Weg, ihr Idioten. Oh, hier gibt es auch wieder einen roten Stein, sehe ich gerade. Da soll ich die Spinnenweben wegmachen. Hä? Beziehungsweise die Farbe. Oh, okay. Das gibt uns wohl ein paar Münzen. Hier können wir was aufmachen. Aha. Ah, und da bekommen wir einen Kessel. So. Haben wir schon mal einen Kessel, um einen Zaubertrank zu brauen? Ja. Moment. Ich glaube, hier sollen wir die Bücher richtig sortieren, oder? So vielleicht? Okay. Okay, ja, wir brauchen offenbar einen Stärketrank.
nehme ich mal an. Oh, und alle Bänke können wir wohl auch noch anzaubern. Eieieiei, okay. Machen wir das mal. Machen wir das mal und sammeln damit einen Haufen Münzen schon wieder. So. Hallo. Na? Das sind, glaube ich, die Patil-Schwestern hier, die zwei. Parvati und Padma. Eine Schaufel habe ich da gefunden. Die möchte der hier haben. Bitte schön. Danke. So. Okay. Oh, da habe ich einen blauen Stein übersehen. So, der da soll noch runter. Moment. Sehr gut. Schüler in Gefahr gerettet. Ich möchte aber gerne eigentlich auch den roten Kasten haben, muss ich sagen. So. Was ist denn hiermit? Okay. Da haben wir eine Zielscheibe. So. Und da ist das letzte Teil, was wir noch gleich brauchen für den Zaubertrank. Kann ich die Fledermäuse? Ja. Da oben ist noch ein Kronleuchter. Kann ich damit auch irgendwas machen? Offensichtlich. Oh, guckt mal, da kommen auch noch ein Haufen Münzen raus. Mhm. Boo, du mich auch. So. Hier haben wir noch ein paar Bücher. Okay. Sonst ist damit aber nichts. Alles klar. Hier schläft einer. Okay. Moment, hier hinten habe ich noch einen Schrank gesehen. Den würde ich gerne noch aufmachen. Kann ich aber nicht, weil da müsste ich dieses Pferd wahrscheinlich bewegen. So. Sonst scheint es hier doch noch was zu geben. Dankeschön. Okay. Na gut, wir werden mal den Trank zusammenbrauen und schauen, was das gibt. Ich nehme an, einen Stärketrank. Was ist denn eigentlich mit dir? Warum lachst denn du so dumm? Hm. Okay, das. So. Dann können wir hier dran ziehen. Achso, nee, mit B. Okay. Und ich glaube, jetzt haben wir den Papierflieger gebaut. Ja. Oh Gott. Ein Buch über niedliche Kätzchen. Hm. Oje. Ja, genau. Die Umbridge verbietet nämlich jetzt alle Zauber, die Menschen oder die Leute verletzen könnten. Irgendwie so war es, glaube ich. Und ja, das müssen wir uns jetzt wahrscheinlich alles wieder erarbeiten. Hat Hermine denn jetzt ihre Katze wieder dabei? Ja. Sehr gut. Komm, Krummbein, da kannst du gleich mal hier hochkrabbeln. So. Da haben wir jetzt einen Schlüssel. Wo soll dieser Schlüssel hin? Ach ja, wir müssen hier wahrscheinlich raus mit dem Schlüssel, genau.
So, gut. Das hätten wir also auch. Den Schrank können wir ja nicht aufmachen. Kommen jetzt hier überall nochmal Münzen raus? Oh ja. Na gut, aber ist egal. Wir gucken jetzt nicht nochmal alle Tische nach. Oder? Ich glaube nicht. So, gut. Damit hätten wir das. Da hinten kommen wir ja noch nicht weiter. Eigentlich brauchen wir da, was auch immer in dieser Kiste ist. Aber wozu soll das denn hier eigentlich gut sein? Was hat es damit auf sich? Das weiß auch keiner, ha? Na gut, gehen wir mal wieder. Und gucken, wo uns der fast kopflose Nick hier hinführt. Ich glaube, im tropfenden Kessel, das war gar nicht der fast kopflose Nick vorhin. Wir sollen. Moment, kann ich denn jetzt das da schon machen? Das könnte ich schon machen. Sehr gut. Na, ein bisschen was können wir ja trotzdem schon. Hier könnten wir jetzt auch weitergehen. Gucken wir mal. So. Ach so, darf ich das jetzt eigentlich noch? Ja. Ah ja, danke schön. Und eine Charaktermünze, nämlich Ron im roten Pulli. Wunderbar. Mit dir kann ich jetzt sonst nichts weitermachen. Nein. Alles klar, gut. Dann sind wir hier auch schon mal lang gelaufen. Waren hier hinten noch so Ranken? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder zurück. Ich verstehe. Und der möchte jetzt diese Kelle haben, die der da geklaut hat. Okay, dann holen wir uns die natürlich zurück. Hier haben wir ja schon einmal alles gemacht. Ich würde. Wo war denn das mit den Ranken? Das war, glaube ich, in der Winkelgasse, ne? Hier hinten war jetzt nichts mit Ranken. Bleibst du wohl stehen? So. Gut. Die bekommst du, mein Lieber. Ja. Aha. Aha, okay. Und das geben wir jetzt dem Drachen wieder zu fressen. Dem Löwen. Glaube ich, der Gryffindor-Löwe. Alles klar, sehr schön. Gut, ich sehe aber gerade, die Zeit ist schon wieder fast um, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge mal hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne ein Abo, wenn ihr mögt. Und gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7, wenn wir weiter in Schloss Hogwarts umherstreifen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!